Herzlich willkommen beim Lütze Automation Videoblog. Heute geht es um die kompakten und industrietauglichen Lütze Eco-Switches mit intelligentem Energiemanagement. Die Abkürzung Eco steht bei der neuen Plug-and-Play-Familie an Fast- und Gigabit-Ethernet-Switches für Ethernet Compact. Die Unmanaged-Switche mit 5, 8 oder 16 Ports eignen sich für die universelle Netzwerkkommunikation in allen gängigen Ethernet-Umgebungen sowie Feldbus-Systemen wie Profinet.io oder EtherCAT. Neben der erweiterten Performance mit Quality of Service, Auto-Negotiation, Auto-Crossing sowie einer Fehlermeldung für die redundante Spannungsversorgung bieten die Switche eine AC-DC-Weitbereichsversorgung für DC 12 Volt bis 48 Volt sowie AC 24 Volt. Durch die Möglichkeit, die Switches mit Wechselspannung zu versorgen, ist der mühelose Einsatz in der Gebäudeautomation möglich. Die neuen Eco-Switches sind dank ihrer robusten und kompakten Bauweise inklusive Schutzart IP30 für den Einsatz in der Industrie bestens vorbereitet und bieten darüber hinaus Einsatzoptionen in einem erweiterten Temperaturbereich von minus 40 bis plus 75 Grad Celsius. Sie können ganz flexibel entweder auf der DIN-Hutschiene oder an der Schaltschrankwand montiert werden. Zu den vielen Pluspunkten der neuen Switches zählt ein intelligentes Energiemanagement. Die integrierte Erweiterung sorgt für den Aufbau von energiesparenden Ethernet-Netzwerken. Triple E, das steht für Energy Efficient Ethernet, wird nach der Norm IEEE 802.3 AZ umgesetzt. Das Resultat ist eine konsequente Energieeinsparung gegenüber konventionellen Switches. Im Vergleich zu diesen herkömmlichen Geräten werden bei den Lütze-Switches kurze Leitungslängen vom Gerät erkannt und so weniger Leistung verbraucht. Ein erhöhter ESD-Schutz von plus minus 6 kV DC maximiert die Störfestigkeit und ermöglicht einen erweiterten Einsatz. So, das war's wieder mal. Weitere Informationen und die Kontaktdaten gibt's wie immer in der Beschreibung unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal im Lütze Automation Videoblog.